Leute, wir sind zurück. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Im letzten Part sind wir ja stehen geblieben. Wir haben die Bürgermeisterwahl gemacht und Hateno ist wieder in Frieden. Wir haben noch zwei Quests, die wir jetzt in Hateno erledigen müssen. Und wenn wir die erledigt haben, sind wir durch mit Hateno und können weiterziehen. Damit haben wir jetzt auch alle Ausrüstungsgegenstände, die wir so kriegen können. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Die restlichen Ausrüstungsgegenstände bekommen wir story-wise. Ja, guten Morgen. Du bist doch dieser Reisende, den ich neulich getroffen habe. Du siehst dir gerne die Landschaft an, oder nicht? Diesem Fleckchen Land musst du dich ja wirklich verbunden fühlen. Es wird noch eine Weile dauern, bis das Feld bei der Schule von Hateno wieder urbar wird. Okay, aber wann wird das denn urbar? Ach so. Oh, ich weiß, was wir zuerst machen müssen. Wir müssen zuerst die Schulquest machen. Aber ja doch, was ist denn? Ach, du bist es, Link. Wir haben uns ja seit Ewigkeiten nicht mehr... Link, du bist zurück? Oh, verzeih mein Überschwang. Ganz, ganz offensichtlich bist du zurück. Und das hieße dann wohl, dass Prinzessin Zelda... Ich hatte es schon befürchtet, als ich dich allein hier sah. Also ist die Prinzessin weiterhin wie vom Erdboden verschluckt. Wusstest du, dass die Schule hier auf Geheiß von Prinzessin Zelda erbaut worden ist? Die Kinder liegen ihr so sehr am Herzen, sie würde bestimmt als allererstes hier vorbeischauen, wenn sie wieder auftaucht. Ich unterrichte derzeit Geschichte. Ein Fach, das der Prinzessin sehr am Herzen lag. Nächstes Thema ist die Verheerung. Ja nun, Link, wenn du möchtest, kannst du gern dem Unterricht beiwohnen. Hättest du Lust? Jupp, warum nicht? Wie spät? Ach so, wir müssen jetzt bis 9 Uhr warten. Ja, okay. So, gibt's hier sonst noch was zu sehen? Wir könnten dann ein paar bisschen kochen, bis es 9 Uhr ist. Die Kinder kommen gerade alle rein und wir kochen uns mal was. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, müsste eigentlich, wenn wir Käse in die Hand nehmen, Weizen und Wild, was Cooles dabei rumkommen. Nee, schade, nur Fleisch-Reisbällchen. Ich weiß das Rezept leider nicht mehr. Ich müsste das erst suchen. Ich suche das kurz mal, damit ich euch das zeigen kann. Mal gucken, ob ich das finde. Ah, okay. Wir brauchen dafür... ups. Wir brauchen dafür einmal Käse. Oh, scheiße. Wir haben das gar nicht, oder? Versuchen wir es mal mit normalem Ding. Mal gucken, ob das klappt. Nee, wir brauchen dafür leider Tabanta-Weizen. Das ist ein bisschen blöd, den hab ich gerade nicht zur Hand. So, gleich ist es soweit. Die Kinder sitzen alle schon da. Ich finde die Bilder hier übrigens ziemlich süß. So, in 5 Sekunden ist es soweit. Let's fucking go! Ja. Dann ist es jetzt Zeit für unseren Geschichtsunterricht. Wie ihr wisst, ist Hyrules Geschichte stark geprägt von der sogenannten Verheerung. Tatsächlich ist sie kein Einzelfänomen. Die Verheerung brach schon mehrmals über das Königreich Hyrule herein. Sie wurde vor 10.000 Jahren versiegelt, vom Helden mit dem Bannschwert und durch die heilige Kraft der Prinzessin. Ist das nicht ein Märchen? Wer kann nach all der Zeit noch sagen, was Wahrheit ist und was Legende? Vor 10.000 Jahren, puh, das ist so schwer vorzustellen. Gibt es denn Bilder oder so von dieser Verheerung vor 10.000 Jahren?
Es ist kein Märchen, das versichere ich euch. Wir reden hier von den wahren historischen Ereignissen. Oh je, ich müsste den Kindern wirklich einen Beweis der Verheerung vor 10.000 Jahren zeigen, sonst glauben sie mir nie. Und da hätte der ganze Unterricht keinen Wert. Verzeih mir, Link, hätte ich geahnt, dass die Stunde so verlaufen würde, hätte ich dir die Mühe erspart, uns zu besuchen. Ich wünschte, ich hätte mehr Weitblick gehabt und das Gemälde der Verheerung aus Impas Haus geliehen. Impas Haus befindet sich in Kakariko, was zwar auch in Nekluda liegt, aber zu weit im Nordwesten für eine kleine Stippvisite. Ich könnte den Kindern doch nur eine detaillierte Abbildung der Verheerung zeigen. Sie würden sicher alles verstehen. Aber mittlerweile ist es wohl nicht mehr Impas Haus. Korrekterweise hieß es eher Payas Haus. Anschauungsunterricht. Wir müssen nach Kakariko. Los geht's. So, in Kakariko haben wir auch noch einige Quests. Da werden wir als nächstes... Ich denke, da werden wir als nächstes die Quests angehen, in Kakariko. Aber so viele Nebenquests sind es gar nicht. Und die meisten können wir eh erst alle machen, wenn wir die Dungeons machen, leider. Es gibt nur eine Quest, die sich freischaltet, wenn wir alle vier gemacht haben. Und ich dachte, das wäre auch die einzige. Und wir alle so können sonst alle so machen, aber es stimmt leider nicht. Wir müssen in das Haus hier. Lass mich raten, hier ist ein Krog, oder? Nee, doch nicht. Lol. Und tschüss. Ich brauche das Bild von der Verheerung. Nee, das ist es nicht. Da ist es auch nicht. Wo hat Paya das Bild bitte hingepackt? Aha, da. Und auf geht's nach Atheno zurück. Weil Simon hat recht, es ist keine Legende, es ist wirklich so passiert. Link und Zelda haben doch gegen die Verheerung gekämpft, Mann! Das kann doch nicht jetzt schon in Vergessenheit geraten sein, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Aber es ist in der Geschichte leider ja wirklich so, Menschen vergessen extremst schnell. So, da oben sitzen die Ziegen. Ha, chillig. Ich frag mich ja, wo das Wasser aus der Insel herkommt. Naja, egal. Sprechen wir mit ihm. Wir behandeln erneut das Thema der Verheerung. Beginnen wir mit der Wiederholung der Stoffs vom letzten Mal. Herr Simon, ist denn erwiesen, dass das alles die Wahrheit ist? Wie kann man Legenden und Tatsachen auseinanderhalten? Vor 10.000 Jahren soll das passiert sein. Was für eine komische Sache. Gibt es denn Bücher, Bilder, Schriften, irgendwas, das beweist, dass es diese Verheerung vor 10.000 Jahren echt gab? Offenbar komme ich ohne das Gemälde der Verheerung vor 10.000 Jahren bei meinen Schülern nicht weiter. Ich habe hier ein Bild. Sieh da, das Gemälde der Verheerung. Okay, Kinder, schaut her, man hat uns soeben kostbares Bildmaterial zur Verheerung zur Verfügung gestellt. Toll, sieht total echt aus. Dann ist die Legende wahr, ist ja klasse. Also jetzt, ja, jetzt verstehe ich's. Das sieht für mich nach einem handfesten Beweis aus. Los, Herr Simon, erzählen Sie uns die ganze Geschichte von der Verheerung. Na, aber natürlich. Aufrichtigen Dank, Link. Es gibt noch viel zu erzählen von der Verheerung, deshalb wird das eine lange Stunde heute, aber ich hoffe, du bleibst. Ja, ich bin neugierig. Die Verheerung brach schon mehrmals über das Königreich Hyrule herein. Vor 10.000 Jahren erschufen die Shika mit ihrer hochentwickelten Technologie sogenannte Titan. Nur die Fähigsten waren in der Lage, diese Maschinenwesen zu steuern. Mit dem Bannschwert und der heiligen Kraft der hehren Prinzessin versiegelte der Held aus uralter Zeit die Verheerung. Für lange Zeit herrschte danach Frieden im Königreich Hyrule. Aber dann, als die Verheerung fast in Vergessenheit geraten war, kehrte sie zurück.
Erzählen Sie weiter. Wann war das alles? Das alles geschah vor 100 Jahren. Es begann mit einer Prophezeiung über die Wiederkehr der Verheerung. Das Königshaus von Hyrule nahm diese Legenden ernst. Man suchte und fand die Titanen. Von den Orni, Goron, Zoras und Gerudo wurden als Recken bezeichnete Piloten mit besonderen Fähigkeiten ausgewählt. Dann waren da noch der Held, der das Bannschwert meisterlich führte, und die hehre Prinzessin, die ihn begleitete. Gemeinsam stellten sie sich wie einst im Kampf gegen den Feind. Doch diesmal sollte die Verheerung nicht so einfach zu besiegen sein. Ist was Schlimmes passiert? Nun, der hehren Prinzessin blieb es versagt, die heilige Kraft, die in ihr schlummerte, zu erwecken. Daraufhin bemächtigte sich die Verheerung der Titanen und deren Piloten kamen zu Tode. Als auch noch der Held, der das heilige Bannschwert führte, schwer verletzt wurde, stand die Welt am Abgrund. Endlich erwachte die heilige Macht der Prinzessin und sie opferte sich auf die Verheerung, hunderte Jahre lang zu versiegeln. Ist bis hierhin alles klar? Nach langen 100 Jahren erwachte der Held aus dem Schlaf, der seine Wunden heilen sollte. Mit der Hilfe der Nachfahren der Recken gelang es ihm, die Titanen der Verheerung wieder zu entreißen. Letztendlich besiegte der Held die Verheerung und die Prinzessin versiegelte das Böse erneut. So, zum Ende bin ich vielleicht etwas theatralisch geworden, doch genauso hat es sich zugetragen. Das heißt also, dass wir hier sind und dass es Hyrule noch gibt. All das haben wir den vielen Leuten zu verdanken, die Hyrule für uns beschützt haben. Ich will auch mal so ein Held sein und alle Generationen nach mir vor dem Bösen bewahren. Na, ich würde sagen, das war ein voller Erfolg. Worte können meine Glückseligkeit gar nicht ausdrücken. So macht Unterrichten Spaß. Ich stehe in deiner Schuld, Link. Lass mich dir nochmal herzlich danken für deine tatkräftige Unterstützung. Ach so, stimmt. Hier, ein Dankeschön für deine aufopfernde Hilfe bei der Gestaltung unseres Unterrichts. Nice. Es werden mittlerweile viel mehr neue Gemüsesorten angebaut. Da ist der Reis etwas ins Hintertreffen geraten. Aber ich bin nach wie vor ganz verliebt in den herrlichen Reis, den es hier gibt. Probier ihn nur mal selbst, Link. Riesenempfehlung von mir. Da fällt mir ein, dass meine nächste Stunde Hauswirtschaftslehre ist. Dann wollte ich ja auch Rezepte mit Hyrule-Reis durchnehmen. Alter Bruder. Lehrer sein ist echt scheiße, Alter. Los geht's, weiter. Guten Morgen. Und bevor ich es vergesse, danke für das, was du getan hast. Schüler nehmen Geschichtsunterricht in aller Regel als eher dröge wahr. An der letzten Geschichtsstunde hatten sie allerdings sehr viel Spaß, was ich so zum ersten Mal miterleben durfte. In der nächsten Stunde haben wir Hauswirtschaftslehre. Du darfst uns gerne begleiten bei diesem faszinierenden Fach. Also dann, Hauswirtschaftslehre. Dabei geht es um Nahrungsmittel, die wir ja alle zum Überleben brauchen. Ein profundes Wissen über Nahrung ist in dieser gefährlichen Welt von höchster Bedeutung. Meine Frage an alle lautet, welches Gericht erhält man, wenn man Hyrule-Reis und Wild mit Goron-Gewürz zubereitet? Goron-Gewürz ist das doch scharfe Zeug, das sie in Goronia im Nordosten verkaufen, oder? Wenn Goron-Gewürz drin ist, kann es eigentlich nur ein Curry sein. Da ist doch Wild drin, nicht? Dann muss es doch... Es muss Wildcurry sein. Korrekt, das war für euch keine echte Herausforderung. Wie wäre es dann damit? Goron-Gewürz, Hyrule-Reis und Monster-Essence. Was hat man dann? Monster was? Werden Monsterzutaten nicht für Medizin verwendet? Stimmt, wenn du mit Monsterzutaten kochst, ist das immer ein Reinfall. Ich glaube nicht, dass irgendjemand einen Curry mit Monsterzutaten essen würde. Na, beruhigt euch, Kinder. Tja, diese Stunde ist wohl zu anspruchsvoll. Tatsächlich entsteht aus Monster-Essenz, Goron-Gewürz und Hyrule-Reis Monster-Curry. Aber eure skeptischen Gesichter sagen mir, dass ihr mir nicht glaubt, bis ich euch eigenhändig so ein Monster-Curry serviere. Was ich liebend gern täte, aber mir fehlt dazu eine wichtige Zutat, die Monster-Essenz. Sie soll angeblich in Taburasa zu bekommen sein. Das ist in Akala, nördlich von hier. Moment mal, haben wir Monster-Essenz nicht sogar? Ich meinte eigentlich schon, ne? Oder habe ich den Scheiß nicht gekauft, Alter? Oh no! Ich habe das nicht gekauft! Dann müssen wir wohl einmal nach Taburasa latschen. Das ist ja wieder mal... Godlike, Alter, Godlike. Aber es ist die vorletzte Quest in Hateno. Dann haben wir nur noch die Oma. Die gibt uns leider erst den Kram, wenn wir Lehrer geworden sind. Und dann können wir was machen mit dem Feld. Lasst euch überraschen. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Nach Taburasa ist da hinten. Da fliegen wir hin. Let's go.
So, da müssten wir ja irgendwo Monster-Essenz kaufen können. Früher in Breath of the Wild konntet ihr in Taburasa, wir haben die Nebenquests leider nie gemacht. In meinem Remaster-LP, was irgendwann noch kommt, werden wir die Nebenquests mit Taburasa auch machen. Da könnt ihr hier den Hyrule, den Hylia-Schild kaufen. Was? Der verkauft sogar Donnerblumen? Okay, das ist krass. Ich kaufe alles. Ich will die Donnerblumen haben, Alter. So, du bist leer gekauft. Damit haben wir das. Auf geht's zurück nach Ateno. Let's go. Damit wir den Unterricht beenden können. Danach war's das übrigens. Danach haben wir den Unterrichtskram hier geschafft. Und die Stunde ist nicht zu anspruchsvoll. Das finde ich ein bisschen merkwürdig übersetzt. Ich hätte gesagt, ich kann den Kindern das nicht beweisen, weil sie es nicht selber sehen oder die Kinder verstehen es noch nicht, dass man Monster-Sachen, also Monster-Essenz ist anders als Monster-Zeug. Naja, egal. Gehen wir rein. Setzen wir nun den Unterricht in Hauswirtschaftslehre fort. Welches Gericht enthält Goron-Gewürz, Hyrule-Reis und Monster-Essenz? Der Lehrer kapiert es immer noch nicht. Herr Simon, Sie selbst haben uns doch beigebracht, dass Monsterzutaten nur für Medizin verwendet werden. Stimmt, wenn du mit Monsterzutaten kochst, ist das immer ein Reinfall. Ich glaube nicht, dass irgendjemand einen Curry mit Monsterzutaten essen würde. Tja, das funktioniert einfach nicht. Hätte ich doch nur Monster-Curry, um zu beweisen, dass Monster-Essenz in der Tat zum Kochen verwendet werden kann. Was möchte er... Ach so, ja. Ja. Gegen bla bla bla. Wenn ich noch Monster-Curry. Goron-Gewürz, Goronengewürz, Hyrule-Reis und Monster-Essenz. Okay. So, Goronengewürz müssten wir theoretisch haben. Ich sag nicht, wir haben kein Goronengewürz, Alter. Oh, ich kack ab, ne? Wir haben tatsächlich kein Goron-Gewürz. Da müssen wir jetzt nochmal Goron-Gewürz kaufen gehen. Super, auf nach Goronia, Alter. Nice. Dass mich diese Quest jetzt so viel Mühe kostet, hätte ich nicht gedacht. Das ist super nervig. Ich schwöre auf alles. Let's go, lade. Los, Brudi. Wir haben keine Zeit. Leg los, wir wollen in den Park ein bisschen... Oh, nein. Ja, Yunobo, bald ist es soweit. Wir werden bald dahin gehen, wo du hin willst. Meine Güte. Bleib mal locker, Bruder. Wir schaffen das schon. Oh, lass mich raten, ich kann Goron... Kann ich den Scheiß überhaupt kaufen? Das haben wir alles schon... Die sind wenigstens noch normal. Die sind cool. Da ist es. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Danke, Bruder.
So, dann kochen wir das mal. Einmal den Reiskochtopf, einmal nach Typ. Kronengewürz, Hyrule-Reis und Monster-Essenz. Monster-Curry! Ja, tschüss. Tja, sorry Leute, dass uns die Quest jetzt so viel Anstrengung kostet, aber wir haben es gleich geschafft mit Hateno. Dann gehen wir die nächsten Quests weiter. Wie gesagt, die meisten der Nebenquests, die sind halt alle nicht so geil, aber ich habe es euch versprochen und wir werden die alle durchziehen. Auch wenn wir viele leider erst nach den Dungeons machen können. Das heißt, wir werden Dungeon, Nebenquests und so weiter. Wird sich das nachher abspielen. Aber dann haben wir auch alle, wenn wir dann fertig sind. Und dann können wir direkt zum Bossgegner latschen. Weil dann haben wir tatsächlich alles im Spiel gemacht, was man machen kann. Bis auf die 900.000 Krogsamen gesammelt. Das werde ich auch nicht tun. Aber vielleicht kann ich da was machen mit Safe Game Editor, dass ihr sehen könnt, was ihr für die 1000 Krogsamen bekommt. Seid gespannt. Ja, gut, das hatten wir schon. Ich hab das Curry. Das Monster Curry, dieses außergewöhnliche Gericht. Kinder, komm schnell her. Dies ist das Curry, das mit Monster Essenz zubereitet wird. Die Farbe ist ein bisschen eklig. Oh, aber es schmeckt besser als gedacht. Holla, hast du recht. Schmeckt überhaupt nicht monstermuffig oder so. Also, wenn man was Spezielles extrahiert aus Monstern, kann man damit kochen. Schmeckt super. Sehr richtig. Gewöhnliche Monsterzutaten eignen sich nur zur Medizinherstellung. Aber Monsteressenz ist auch zum Verzehr geeignet. Herrlich, dass dieses Thema endlich gegessen ist. Buchstäblich. Vielen Dank. Siehst du die Ergriffenheit in den Blicken der Kinder? Die heutige Stunde hat sie ein klein bisschen erwachsener gemacht. Du bist zum Lehrer geboren, Link. Von heute an betrachte ich dich als Kollegen. Ich bin nicht gut in Geschichte, aber mit dir hat es total Spaß gemacht, Herr Link. Und das Curry war Spitzenklasse. Du bist ein toller Lehrer. Danke, Herr Link. Ich freue mich schon auf die nächste Stunde mit dir. Die Schüler haben dich auch als Lehrer akzeptiert. Daher steht dir nun das Schulfeld zur freien Verfügung. Das ist das Feld unterhalb des Schulhofs. Es gibt zwar gewisse Grenzen, was man dort pflanzen kann. Abgesehen davon kannst du aber anbauen, was du willst. Und falls du Hilfe brauchst, wende dich bitte an Ume. Du findest sie auf dem Feld. Im nächsten Unterricht möchte ich die Inhalte, die wir bisher gelernt haben, mit einem Test abfragen. Du bist jederzeit herzlich eingeladen, am Unterricht teilzunehmen. Damit hätten wir das geschafft. Jetzt müssen wir nur noch mit Ume reden und dann was anbauen, dann sind wir fertig. Hi. Guten Tag. Ach, du bist der Lehrer. Simon hat vorgeschlagen, dich zu fragen, was wir pflanzen sollen, um dir dafür zu danken, dass du beim Unterricht aushilfst. Nur gut, dass ich eben gerade mit den Vorbereitungen fertig geworden bin. Ich kann Kürbisse, Karotten, Rüben und Tomaten, Wildbeeren und Frostmelonen pflanzen, außerdem Weizen und Reis. Wenn du mir etwas von diesen Pflanzen bringst, pflanze ich es ein. Noch etwas, es ist schmerzlich, das zuzugeben, aber ich kenne mich nicht mit allen Sorten gleich gut aus. Ich werde mir Mühe geben, aber Fettkarotten und Maxi-Rüben sind schwierig zu ziehen. Ich schätze, dass du davon weniger ernten kannst als von anderen Pflanzen. Das verzeihst du mir doch dann, ja? Also gut, was möchtest du anbauen? Was möchten wir denn anbauen? Ich hätte dann gern Sonnenkürbisse. Ja, bitte. Das wollen wir also pflanzen? Ja, sicher. Dann nehme ich dir das einmal ab und kümmere mich um alles weitere. Pflanzen, die du mir anvertraut hast, kann ich leider nicht zurückgeben. Aber falls ich etwas anderes anbauen soll, sag es nur. Ach ja, ich hoffe, du lässt mich an der ersten Ernte teilhaben. Die hat immer einen ganz besonderen Zauber. Vor allem ist es wichtig, genügend Geduld mitzubringen, um die Pflänzchen aufzuziehen. Du kannst nicht einfach die Zeit in einem Gasthaus oder am Lagerfeuer totschlagen, bis sie erntereif sind. So etwas wird dein Obst und Gemüse sofort und stellen sich quer. Es wird zwar noch etwas dauern, bis alles reif ist, aber ich kann es jetzt schon kaum erwarten. So, das heißt, wir müssen warten. Ich weiß nur nicht, wie lange das dauert, bis das fertig ist. Aber wir haben das hier erledigt.
Perfekt. So, jetzt müssten wir gucken. Jetzt werden wir erstmal noch eine Episode angehen, die wir hoffentlich hier jetzt auch annehmen können. Am Spähposten. Weil da gibt es auch noch eine Episode, die wir in Hateno machen können. Es sind noch einige Nebenquests offen. Vieles davon werden wir jetzt innerhalb der nächsten Parts abhaken. Dann heißt es endlich Story. Und dann Story, Nebenquest, Story, Nebenquest, Story, Nebenquest. Dann sind wir bald fertig. Das heißt, Tears of the Kingdom bewegt sich jetzt mit langsamen Schritten aufs Ende zu. Und dann haben wir auch wirklich, ich habe euch dann alles gezeigt, was man hier halt zeigen kann. Mehr können wir in diesem Spiel einfach nicht machen, außer sinnlos noch Krogsamen suchen. Joshas rätselhafte Statue hast du meisterhaft abgelichtet. Ich habe den Eindruck, du hast dir damit eine große Freude gemacht. Da habe ich wohl den richtigen in die Geheimnisse des Fotomoduls eingeweiht. Und das war noch nicht alles. Das Pura-Pad verfügt über weitere fantastische Funktionen. Deine Spitzohren. Dein Pura-Pad ist mit einem Sensor ausgerüstet, mit dem du Schreine aufspüren kannst. Was soll das denn? Tu gefälligst überraschter. Derjenige, der auf die Schreine aufmerksam wurde, die nach dem Kataklysmus aufgetaucht sind, das war niemand anderes als ich allein. Als einziger in ganz Hyrule darf ich anmerken. Den Sensor deines Pura-Pads hier am Spähposten einzurichten, ist allerdings sogar für mich ein Problem. Dafür müssten wir zum Pura-Pad-Institut in Hateno. Pura-Pad-Institut? Das ist ein Labor, in dem Pura und ich an der Entwicklung des Pura-Pads arbeiten. Dort können wir dein Pura-Pad und seinen Sensor weiter verbessern. Im Südosten ist Ostnekluda und da am Rand ist Hateno und da am Rand ist wiederum das Institut. Sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, ist aber ein 1A-Labor. Allerdings haben Joshas Forschungen derzeit Vorrang, also bleibe ich noch ein Weilchen hier. Bei der Analyse des Fotos hast du mir gezeigt, dass mir eins klar geworden. Wenn man verstehen möchte, was es mit dem Untergrund auf sich hat, muss man zuerst dieses Fragment verstehen. Ich werde mir nun einen Überblick verschaffen, ob bereits weitere ähnliche Fragmente gesammelt wurden. Sollte ich etwas herausfinden, sage ich dir sofort Bescheid. Führe doch in der Zwischenzeit bitte die Nachforschung weiter, mit denen Direktorin Pura dich betraut hat. Oh, das können wir anscheinend noch gar nicht machen. Mit dem Pura-Pad. Nee. Ja, okay, das können wir leider erst machen, wenn wir hier eine der Nebenquests erfüllt haben. Eine der Hauptquests erfüllt haben, nicht Nebenquests. Ich bin ein Mongo. Entschuldigt das bitte. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt noch andere Quests offen. Machen wir die noch zu Ende? Die haben wir noch nicht zu Ende gemacht. Sollten wir aber mal tun. Die ist hier. Ihr erinnert euch, wir müssen da noch als First Deity rein, wenn wir das komplett tragen. Da gibt es noch was zu holen. Habe ich noch einen Waffenplatz? Sonst müssten wir nochmal Geld ausgeben für unser Haus, wo wir Waffen reinpacken können. Unschön. Und im nächsten Part habe ich dann schon, werde ich dann einige Quests halt markieren, die wir machen können, damit ich nicht ständig auf die Karte glotzen muss. Ja, danke. Danke, Yonobo, wirklich. Du hast mir sehr geholfen, Bruder. Ich meine, wir müssen in die Höhle hier hinten, ne? Genau, einmal rein hier. Wir haben keinen Platz mehr in unserem Inventar für Waffen, ne? Genau, wir müssen irgendwas ablegen. Du hast also mein Rätsel gelöst und diesen Ort gefunden. Hervorragend. Zur Belohnung sei diese grimmige Gottheitklinge dein. Ramda, Räuberkönig.
Grimmige Gottheitklinge. Dieses kuriose Schwert soll der Held einer Welt besessen haben, die von einem Herbststurz im Mond bedroht war. Wer es führt, kämpft wie ein Besessener. Damit haben wir das erfüllt. Nice. Gut, dann heißt es jetzt erstmal wieder nach Taburasa zurück. Wir wollen die Waffe ablegen. Weil diese Waffen sind halt leider tatsächlich zu schade, als dass man sie einsetzt. Wenn wir keinen Waffenplatz mehr frei haben, mache ich das offscreen, damit wir den Part nicht zu lange strecken. Ihr kennt das. Und ich werde in der Zwischenzeit schon mal ein paar Nebenquests markieren, die wir machen können, damit ich, wie gesagt, nicht ständig auf den Bildschirm glotze. Wir werden erstmal gleich gucken, ob wir noch einen Waffenplatz frei haben in unserem Haus. Was ich halt sehr schade finde, ist, dass es auf 15 Module beschränkt ist. Das heißt, so richtig ein Haus bauen könnt ihr leider nicht, nach euren Wünschen. Ich finde aber den Ansatz ganz cool hier. Okay, wir haben noch mehr als genug Platz. So. Sehr nice. Damit haben wir zwar jetzt eine Waffe verloren, ist aber nicht weiter schade. Dann machen wir noch das Ding hier. Okay. Gut, Leute. Dann ziehen wir uns noch um. Wieder in unsere Rüstung. Leute, dann werde ich den Part vor unserem Haus beenden. Im nächsten Part werde ich schon ein paar Nebenquests markieren und gucken, wie es dann weitergeht. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Liked dieses Video, abonniert den Kanal für mehr The Legend of Zelda Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann.